Einen schönen guten Tag zusammen und willkommen zurück zu Oxygen Not Included. So, und wie ihr es natürlich schon treffen, in den Kommentaren schon mitbekommen habt und erwähnt habt. Die erste Folge war wieder sehr chaotisch. Ja, es ist, ihr kennt mich auch nicht anders. Ich meine, ganz im Ernst, wenn ich jetzt perfekt von heute auf morgen spielen würde, dann würdet ihr es doch sowieso nicht gucken, weil ihr sagen würdet, ach Mensch, der Nordische spielt, das brauchen wir gar nicht gucken, dann macht das schon. Und so ist es doch viel amüsanter. Nein, Spaß beiseite. Es ist natürlich so, ich spiele das Spiel und ich erwähne es ganz gerne nochmal einfach drauf los. Ist nicht immer optimal, ganz im Gegenteil sogar. Aber ich spiele es einfach. Wenn ich immer nach Schema F spielen würde, hätte ich da ganz ehrlich gesagt auch gar keine Lust mehr zu. So, lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben eine neue Folge und ihr seht, ich habe schon einiges gebaut. Ihr seht es ja selber, was ich hier schon alles gebaut habe. Ein Zentrallager, dann haben wir hier ein bisschen eine Forschungsstation. Hier haben wir noch ein bisschen was angepflanzt. Dann habe ich hier, so also ganz funktioniert das allerdings noch nicht, hier diese ganze, wie soll ich schon sagen, wie heißt der Raum? Jetzt müssen wir mal ganz kurz gucken. Der Stable-Raum, keine Ahnung. Also das ist da, wo normalerweise die ganzen Viecher gehalten werden sollen. Das Problem ist allerdings, die ganzen Hatches, die ich schon mal gesehen habe, die sind irgendwie weg, beziehungsweise wahrscheinlich irgendwie schon krepiert. Das ging wirklich zack, plötzlich waren sie weg. Naja, gut, wie das halt immer so ist. Ich wurde wahrscheinlich schon x-mal vorgewarnt und ich war ja sowieso erstmal dabei, die ganzen anderen Sachen zu bauen. So, ich habe hier noch Schlafsäle habe ich hier noch gebaut. Die müssen natürlich hier noch fertiggestellt werden, ist ganz klar, da sind die ja noch gerade bei. PC-Räume haben wir hier, wir haben einen Stellenmarkt, hier haben wir noch eine Wasserblase, die habe ich dann noch mit eingebaut. Hier unten habe ich das auch noch so ein bisschen. Ach, guck mal, das ist ein Hatch. Das ist ein Hatch! Den müssen wir noch mal mit einsammeln. Müssen wir mal gucken, dass wir den... Warte mal, ich werde das mal gleich in die Wege leiten. Ich werde nämlich mal gucken, wie das hier funktioniert mit den Hatches. Dass wir den mal gleich eingefangen kriegen, denn ich habe nämlich unter Berufe habe ich hier nämlich schon einiges gemacht. Wir haben Minenarbeiter, na gut, wir haben den Architekten, wir haben einen Aufbursch etc. pp. Dann habe ich bereits hier den Rancher Max. Der war vorher Landarbeiter und dann, man sieht es ja hier, geht das dann einmal entweder zum Landwirt oder zum Rancher. Ich habe den dann zum Rancher ausgebildet, damit wir dann halt tatsächlich einen haben, der das machen kann. So, ich lasse das an der Stelle mal so. Ich habe das extra hier abgegrenzt, weil hier war nämlich Wasser mit, also verschmutztes Wasser im normalen Wasser. Und hier, ja, hier sind auch noch ein paar Keime. Das ist natürlich blöd, weil hier ist nämlich dann nährstoffreiche Erde reingefallen. Ergo haben wir natürlich dann hier auch eine Verschmutzung. Ich muss mal sehen, wie ich das mache. Hier ist relativ frisches Wasser. Da wollte ich mir eigentlich ein Wasserbasin draus bauen, aber es ist natürlich immer alles ein bisschen schwierig. So, jetzt muss ich mir eben kurz gucken, ob mein Hatch... Wrangle, den kann man wrangeln, okay. Mal gucken, wie das jetzt funktioniert. Bin mal gespannt, wie das funktioniert. Ob er jetzt kommt. Unser kleiner Jäger. Ich weiß jetzt nicht, ob der das macht. Weil wir haben hier irgendwo, wo ist er denn zugange, unser kleiner Jäger? Der ist hier oben zugange. Der soll eigentlich die Hatch fangen. Oder den Hatch. Ja, gut, und dann habe ich natürlich hier noch ein bisschen so noch weiter gearbeitet. Ihr seht es ja im Groben und Ganzen. Zwischendurch hatte ich mal relativ hohen Stress. Das habe ich wieder runtergedrückt gekriegt. Einmal durch Aufräumen und dann hatte ich eben halt auch zwischendurch ein bisschen Sauerstoffmangel. Deswegen hier noch die zweite Maschine, sodass wir hier diesen Part hier unten und hier eigentlich schönen Sauerstoff haben. Ist noch nicht ganz optimal, weil ich möchte eigentlich den Raum ordentlichen Sauerstoff haben. So ganz fruchtet das aber noch nicht. So. Nahrungsmittel sehen momentan eigentlich auch so ganz gut aus. Ich warte jetzt noch auf den... Warte mal, ich werde das mal priorisieren hier. Cancel Wrangle. Ich mache mal Prio 9. Gucken, ob er da mal rankommt. Weil eigentlich sollte unser Rancher den jetzt einsammeln.
hat er bis jetzt noch nicht getan. Ich weiß auch nicht, ob er freilaufen sein muss. Das weiß ich natürlich nicht. Er ist auf jeden Fall markiert. Er soll gefangen werden und eigentlich hier eingesetzt werden. Ich weiß nicht, ob er das macht. Das habe ich nämlich auch noch nicht gesehen. Maschine verschüttet. Da gucken wir gleich. Also, okay. Das war keine Maschine, aber sei es drum. Er soll nicht kochen. Warte mal, wir machen das mal ein bisschen anders. Das geht ja gar nicht. Haben wir das hier gar nicht mehr drin? Berufe, Aufträge. Da wollten wir eigentlich rein. Betreuen, kochen, Kunst, forschen. Achso, das war ja das richtig. Das, okay, das muss ich dann mal ein bisschen priorisieren. Kampf. Disabled. Eigentlich wollen wir Kampf gar nicht haben. Life Support. Was mache ich hiermit eigentlich? Sort. Was steht da? Sort by Life Support Errand Priorities. Ach so, ist das, soll das eine Hilfe sein, wer in dem Augenblick hier die Prioritäten drauf hat? Oder wie darf ich das verstehen? Reinigen. Aber das haut ja hier auch nicht hin, weil hier haben wir minus 1. Ah, da verstehe ich noch nicht so ganz. Da müssen wir uns nochmal mit befassen. Was haben wir hier? Options. Advanced Mode. Reset Priorities. Na, Advanced Mode lassen wir mal lieber. Ach so, ich wollte ja eigentlich in Aufträge reingehen. So. Der Rancher. So, was haben wir denn hier? Kampf. Betreuen, Kochen, Forschung, Bedienen, Ranchen. Da soll höchste Priorität beim Ranchen geben. Mal gucken, ob er sich jetzt mal bequemt. Oh, warte mal, jetzt macht er was. Ach, guck mal, jetzt hat er den, ups, eingesammelt. Achso, er versteht jetzt mal hin, alles klar. Und er setzt ihn jetzt da ab. Ah, okay, super. Das hat ja gut funktioniert. Und hier haben wir nämlich auch noch den Critter Feeder. Mal gucken, ob er den, das würde mich jetzt auch mal interessieren, ob er sich jetzt selbstständig was zu essen holt. Gelagert sind 200 Kilo Sand, glaube ich. Das ist nämlich auch ganz witzig, wenn man den mal anklickt, da kann man nämlich sehen, so welche Viecher man hat. Also zum Beispiel Hedges, das sind also die hier, die Puffs, die kann man machen, Leuchtkäfer. Und dann wird dann dementsprechend hier mal angezeigt, was die gerne futtern. Und ich habe jetzt einfach mal gesagt, so Sand. Sie haben sowieso nur einen Speicher von 200 Kilo. Komm mal ran hier. Wird Gesundheit 25. Wildness, untätig Wildkeime, Details. Hedges scheiden Kohle aus und können beim Ausgraben von vergrabenen Gegenständen gefunden werden. Traps, Wrangling, Dekor. Ich frage mich gerade, ob er sich hier was zu futtern holt. Zerlegen, Einstellung, kopieren. Deaktivieren. Sand. Hm. Sand ist so offiziell drin. Gelagert sind von 200 Kilo, also dürfte da ja Sand drin sein. Holt er sich da jetzt was? Aber auf jeden Fall kann er die Hedge einsammeln. Das finde ich schon mal sehr praktisch. Nur beim Aufräumen. Keime. Hm. Ich würde das ja ganz gerne mal sehen, dass er sich was zu futtern holt. Bis jetzt macht er das noch nicht. Warum auch immer. Können wir hier irgendwas machen? Auch nicht wirklich. Ich weiß nicht, wozu dieser Grooming Station eigentlich da sein soll. Also, ich habe da jetzt nichts gefunden, wo ich sagen würde, Grooming Station. Du
Aber hat er sich jetzt was geholt? Er holt sich auch nichts zu futtern, ne? Gut, müssen wir erstmal so lassen. Weil ich da momentan, ich sehe da nicht, dass da irgendwas treibt da. Der holt sich nichts ab. Critter Feeder. Automatically dispense food for hungry critters. Critters tend to stay close to their food source and will wander less when given a feeder. Keine Details. Kann man da irgendwie... Warte mal, wir gehen mal hier in den Critter Feeder. Wir gehen da mal rein. Achso, da steht auch nicht viel mehr. Lagerkapazität, Überhitzungstemperatur 75, Deko minus 15. Critters tend to stay close to their food source and will wander and give them a feeder. Hm. Also ich sehe momentan noch nicht, dass er sich da irgendwas holt. Sei es drum. Aber hier hat er auch noch irgendein Zeug, was das hier liegt. Also irgendwie so ganz scheint das noch nicht zu funktionieren, wie ich das so richtig sehe. Gut, gut, wir gehen mal weiter Richtung Forschung. Mal schauen, was wir da nochmal forschen können. Strom wäre vielleicht gar nicht so verkehrt. Druckkontrolle können wir machen. Hier haben wir auch schon so ein bisschen geforscht Richtung Gesundheitswesen. Intelligente Lagerung. Förderbehälter. Entlädt feste Materialien von einer Förderschiene ins Lager. Puh, da muss aber richtig viel geforscht werden. Alter Finne. Das warten wir, glaube ich, nochmal ab. Zeitsensor, Gewichtplatte. Keimsensor. Okay. Keimsensor. Was machen wir denn mal Schönes? Was können wir mal Schönes forschen? Destillation können wir, glaube ich, mal machen. Ich mache erstmal Destillation. So, wir haben auch schon wieder 9 Duplikanten, aber die habe ich immer abgelehnt jetzt in letzter Zeit, weil ich habe sowieso 8 Duplikanten und mit dem Essen ist das auch so eine Sache. Obwohl das natürlich schade ist. Kleine Blase ist doof, langsame Lerner könnte ich mit leben. Ach, ja, narkoleptisch finde ich auch nicht so gut. Also ich glaube, ich weiß sie erstmal ab. Weil, wie gesagt, wir haben 8 Duplikanten hier. Ich habe jetzt insgesamt 8 Betten. Also das wäre erstmal ganz gut. Ich lasse jetzt erstmal machen, dass wir auch ein bisschen vom Stress runterkommen. Und ja, dann schauen wir mal, ob das hier so alles so fruchtet. Wir müssen auch nochmal sehen. Und ich bin auch echt am Überlegen, ob wir nochmal, wo wir hier ein Wasserbassin nochmal hinbauen können. Und wir brauchen ein Wasserbassin, was möglichst unberührt ist. Also wo wir möglichst wenig oder am besten gar kein Schmutzwasser drin haben. Nur hier ist es das Problem, hier haben wir schon wieder Keime drin. Das ist doof, das müssten wir tatsächlich wegfiltern. Und hier möchte ich aber nur frisches Wasser drin haben. So, frisches Wasser haben wir hier. Das ist auch mal ganz interessant hier. Das habe ich nämlich so auch noch nicht gesehen. Das ist ein Cool Steam Vent. Also kalter Dampf. Also da weiß ich ehrlich gesagt noch nicht, was wir damit anfangen sollen. Das muss wahrscheinlich erforscht werden, weil hier steht ja auch, Kolonie fehlen Wissenschaftler bzw. wissenschaftliche Angestellte. Also müssen wir erstmal sehen, wer das erforschen kann. Wer ist das überhaupt? Wissenschaftliche Angestellte, das könnte man Wissenschaftler, Forschung, Forschungsassistent, könnte man machen. Weißt du was, da baue ich mich jetzt einfach mal rüber. Hier ist Wasserstoff, das zieht dann sowieso nach oben. Das würde mich nämlich echt mal interessieren hier. 45 Grad. Wofür ist das wohl da? Ich glaube, ich werde mir das mal genauer angucken. Und zwar bauen wir uns mal hier rüber. So, da. Zack. Und ja gut, wir müssen uns hier einmal quer durchbuddeln. Schwupps. Einmal da lang. Und hier können wir uns eigentlich auch gleich mal eine Tür reinsetzen. Im Fall der Fälle am besten auch gleich da. Weil ich nicht weiß, so gerade wegen Wasserstoff ist das immer ein bisschen blöd. So, können wir uns nämlich das Ding mal angucken.
Wasser haben wir noch ein bisschen. Da müssen wir auch ein bisschen Gas geben. Wie gesagt, wir brauchen noch unbedingt ein Wasserbassin. So, dann haben wir noch 200 Kilo dran. Immer noch 200 Kilo dran. Untätig. Genießt einfach nur das Leben, okay? Gesundheit 25, 25. Start gaining happiness. At zero wildness. A critter can start gaining happiness, but they will also require more calories to survive. Da muss ich mich dann nochmal mit befassen. So ganz erschließt sich mir das noch nicht. Normalerweise müsste er sich das selber holen. Oder muss er irgendwie trainiert werden oder so? Kann das sein? Nein, das kann ja eigentlich nicht sein. Wrangle, Befolgerkamera, da steht aber auch nichts. Hm. In der Hinsicht fehlt immer nochmal so ein kleines Oxygen not included Tutorial, finde ich. Also da muss man eigentlich nochmal... Da müsste man eigentlich nochmal irgendwie, müsste da stehen, so, um das und das zu machen, macht das und das. Da steht zwar so ganz grob, wie es geht, aber eben halt auch nur ganz grob, dass ich mir da nicht so wirklich einen Reim drauf machen kann. Aber wahrscheinlich bin ich eh nur wieder zu doof dafür. Aber wir werden das schon irgendwann rausfinden. Spätestens, wenn ihr das in die Kommentare schreibt. Vielleicht hat ja der ein oder andere von euch da schon ein bisschen Erfahrung mit. So, wir machen dann nochmal Einstellung kopieren. Schwupps, zack. So, da können wir es mal rüberbuddeln, da können wir uns da mal rüberbuddeln. Wissenschaft. Mal gucken, ob das überhaupt geht. Ob denn unser Forscher oder unsere Forscherin das gleich erforschen kann oder ob wir sie tatsächlich upgraden müssen. So, die sind auch fleißig dabei, das ist schön. Das ist schön. Ah, guck mal hier, da müssen wir auch mal wieder graben. Scheiß Sanddreck. Has no eyes. Completely blind. Da-da-da-da. Chances of overhead light. But atop its head. Light making it prefer dark caves. In Tunnels. Kohle. Fordert im Prinzip alles. Ja, das wissen wir ja. Ja, das ist natürlich die Frage. Holt er sich das jetzt oder holt er sich das nicht? Wird er hier krepieren, weil er sich nichts zu futtern holt? Oder wie funktioniert das? So ganz raff ich das noch nicht. Oder er kommt einfach nicht dran. Das kann natürlich auch sein. Das, obwohl, das glaube ich irgendwie nicht. Oder? Dass er da nicht rankommt? Kann das sein? Aber es wäre ja Blödsinn, wenn man das da irgendwo hinstellen kann. Das macht hier eben auch keinen Sinn. Wir gucken hier nochmal rein. Das war... Unter Essen war das, glaube ich, unter Nahrung. So. Dispenses food for hungry critters. Critters tend to stay close to the food source and will wander less when given a feeder. Will wanderless given feeder. Also wie ich das verstehe, holen die sich dann automatisch selber? Ich meine, das heißt ja auch Critter Feeder, also... Gott. Naja. Dann sei es erstmal so. So, Forschung abgeschlossen. Sehr schön. Was haben wir dazu gekriegt? Wir haben... Na, die Duschen hatten wir sowieso nochmal dazu bekommen. Wasserfilter haben wir dazu gekriegt. Alles. Das ist schon mal sehr schön. Lüftung haben wir. Gasfilter dazu gekriegt. Auch wunderbar. Wir müssen echt mal sehen, dass wir hier das Wasserbassin mal aufbauen. Ich würde es aber am liebsten, wenn ich ganz ehrlich bin, komplett neu bauen. Deswegen hatte ich hier schon mal angefangen. Aber da sind sie natürlich auch noch nicht richtig in Gange. Sonst müssen wir mal das mal irgendwie weiterbauen. Zerlegen. Nur was wir hier dann sowieso erstmal aufräumen, massig. Ah. Hier müssen wir das auch mal irgendwie absichern.
an der Stelle. Deswegen hatte ich hier auch alles schon fertig gebaut, damit da eben nichts reinfällt. Achso, warte mal. Dabei fällt mir gerade was ein. Schwupps, schwupps. So. Da haben wir nämlich einen kleinen Wasserschutz. Nicht, dass da gleich wieder an der Seite irgendwas reinschwabbelt. Hat schon ganz gut funktioniert. Ich hatte nämlich vorhin hier teilweise, als die WCs nämlich dicht waren, da haben diese hier sich eingenässt, sie haben sich hier eingenässt und so weiter und so fort. Und haben halt diese Blöcke richtig was gebracht, eben, dass es nicht in den Hauptkanal, also nicht hier irgendwo runterläuft oder weiß der Geier sich wo verteilt, sondern dass es tatsächlich in dem Raum bleibt, wo es passiert. Und das wäre natürlich hier vielleicht auch gar nicht so verkehrt. Schön wäre hier nochmal so irgendwie so ein Deckel, den man hier raufsetzen kann. Das wäre auch nochmal eine feine Sache. So, hier haben wir Handdesinfizierer und Fahrbarkammer. So, dann haben wir das hier so ein bisschen abgesichert. So, dann kann man das eigentlich mal hier längs. Zack. Mal gucken, ob wir hier unten auch noch... Ne, da für einen Minenarbeiter, fahrende Minenarbeiter. Okay, dann muss ich den also auch upgraden. Wo haben wir denn unseren Minenarbeiter? Ingenieur, Laufbursche, Minenarbeiter. Dann befördern wir ihn mal zum Minenarbeiter. Zack. Dann kann er hier, glaube ich, auch schon weiterarbeiten. Ah. Komm, machen wir noch einen tiefer. Ach, Mist, da unten hat er ja auch noch was. Ah, habe ich jetzt übersehen. Ach ja. So, 57% Stress. Wollen wir mal reinduschern. Max mit der höchsten Stressquote. Schönes Badezimmer minus 5. Dekorationserwartung 10% macht er minus. Okay, Dekorationserwartung. Wir müssen also ein bisschen mehr in Richtung der Dekoration hier machen. Okay, Mobiliar. Können wir vielleicht mal das ein oder andere Bild setzen? Das war doof. Mobiliar. 20, 20, 10. So, können wir eigentlich gleich hier alles dicht pflastern. Schade, dass man das hier nicht so setzen kann. Das ist ein bisschen elend. Das werde ich hier auch mal rübersetzen. Weißt du was? Wir gönnen den Hedges auch mal ein bisschen. So, die setzen wir dahin. Das können wir eigentlich mal an der Stelle zumachen. So. Hier müssten wir eigentlich auch noch mal ein bisschen was haben. Da ist sowieso alles Dekoration gleich 0. Die Bilder sind auch nicht wirklich gut, aber die müssen nochmal neu gemacht werden bei Gelegenheit. Das werden wir mal abbauen. Er hat sich immer noch nichts geholt, ne? Kalorienverbrennungsrate, minus 175 Kalorien pro Zyklus. Wildness Change, plus 5% pro Zyklus. Aber da steht jetzt auch nicht, wie wild er noch ist, oder? Warte mal. Nee, Info wild. Gesundheit 100%, ist alles gut. Wenn ich das richtig lese, dann verliert er halt ein bisschen Wildnis sozusagen, also Wildheit. Aber so richtig. So, Grooming Station, die bauen wir jetzt hier gleich mal neu auf, dann können wir mich hier zumachen. Sieht ja auch sonst ein bisschen blöd aus irgendwie. So, da zwei Bilder. Wen haben wir jetzt hier noch? Duplikanten, Biogefährdung, nein, Gastrophopie, Bauern, Tölpel. Ah, der ist natürlich nicht schlecht hier. Ranch, Graben, Landwirtschaft, der ist schon nicht verkehrt. Turner, wollen wir den noch mitnehmen? Wir haben 32.000 Essen, also Kalorien.
Behandeln wir den mal. Dann bauen wir ihm hier nochmal irgendwo so ein kleines Bett hin und ist gut. Oder hier vorne bauen wir noch was hin. Wir bauen hier noch was hin. Dann hat sich der Lack. Das können wir eigentlich gleich mal machen. Den müssen wir sowieso hinbauen, also von daher passt das schon. So, das können wir gleich mal abbrechen. Können wir das auseinandernehmen? Zack. Mobiliar. Ein Abstand. Und danach zwei Abstand. So. Und zum Schluss auch nochmal ein Abstand. So. Hier können wir eigentlich. Hier lassen wir nochmal zu, vorsichtshalber. Ich weiß nicht, was hier noch passiert. Das brechen wir mal ab hier oben. Dazwischen kommt natürlich noch eine Tür. So. Könnte man eigentlich genial wir hin noch mal, wenn man hier noch einen Leiter runtersetzen könnte, dass die den direkt gleich aus den Schlafsälen gleich zum Pinkeln können. Aber sonst bauen wir uns noch einen zweiten Saal hier. Also noch ein zweites WC. Oder duschen oder sowas, das können wir hier auch nochmal hinbauen. Wäre vielleicht hier gar nicht so verkehrt, weil wir hier direkt eben die Schlafsäle haben. Das würde sich vielleicht sogar anbieten. Müssen wir natürlich nur Wasser wieder hochpumpen. Eine Idee wäre natürlich auch, dass wir mehrere Wasserbassins bauen. Dass wir uns nicht auf eins fixieren und uns überall hinbauen, sondern dass man sagt, so, man baut hier ein Wasserbassin hin, wir bauen hier unten ein Wasserbassin hin. Dann laufen sie auch nicht kreuz und quer. Wir haben hier auch noch eine Menge Wasser. Das müssen wir hier auch nochmal irgendwie abfangen. Oder wir setzen hier direkt gleich ein Wasserbassin. Das könnte man natürlich auch machen. Wäre vielleicht gar nicht so verkehrt. Dann könnte man nämlich hier vielleicht noch eine Mauer hochziehen. Was ist das hier überhaupt? Dünger. Ah, okay. Das ist eins auch blöde, ne? Das können wir nochmal setzen. Können wir das Wasser zumindest mal abfangen. Okay. Gut, an dieser Stelle mache ich ein kleines Päuschen. Vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Ja, ich will hoffen, dass wir das diesmal ein bisschen feiner hinbekommen. Ich denke mal, das ist auch ganz gut so, wenn ich einfach mal eine Weile lang so einfach spiele. Gut, mal abgesehen natürlich, wenn ich dann Oxygen Not Included in Zukunft dann mal wieder Livestream werde. Aber so finde ich das insofern gar nicht so schlecht, weil dann hat man wirklich mit jeder Folge hat man halt so ein bisschen mehr, sieht man ein bisschen mehr den Fortschritt. Das ist, glaube ich, ein bisschen einfacher, als wenn man dann halt erstmal 10 Folgen gucken muss, bevor man tatsächlich eine Stunde Spielzeit dann auch gesehen hat von dem Spiel selber. Macht vielleicht nicht so viel Sinn. Gut, aber das werden wir nochmal in Zukunft nochmal sehen. Ich werde sehen, dass wir dann nochmal den einen oder anderen Livestream noch machen. Ich habe das jetzt schon x-mal versprochen. Vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge Oxygen Not Included wieder. Wie gesagt, wir gehen dann hier das Thema Wasserbassin nochmal an. Einmal hier oben und hier unten würde ich das vielleicht auch ganz gerne mal machen. Hier müssen wir mal sehen, ob wir das reinpumpen oder ob das Wasser hier irgendwie rauskommt, dass wir uns das irgendwie abfangen können oder so. Müssen wir mal sehen. Weil es ist natürlich, er sagt ja, es ist kalter, hier sag schon, kalter Dampf sozusagen. Ne? Cool Steam, kalter Dampf, das müsste man ja im Prinzip irgendwie auch verflüssigen können. Indem man es vielleicht erwärmt. Wahrscheinlich. Ja, indem man es erwärmt. Wenn man das hier erwärmt, dass wir hier dann Wasser kriegen, dann müssen wir mal sehen. Da mache ich mir nochmal drüber Gedanken. Und ja, das soll es dann für heute auch gewesen sein. Also macht es gut, macht euch noch einen schönen Abend. Und wir sehen uns demnächst bei der neuen Folge Oxygen Not Included wieder. Macht es gut, bis dann. Tschüss.